Gleiches in Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir bei Goodie Games. Hier sind wir. Ich bin der Goodie und komme mit einem weiteren Codex-Guide zu euch. Und zwar holen wir uns drei Codici. So wird es wahrscheinlich heißen. Jetzt Rudebell, T-Allowance und Panzer in der Wüste. Das sind drei Codex-Einträge, die wir hier in der Mission freischalten können. Wir befinden uns in der Mission Jungmännerarbeit in der Kriegsgeschichte Höre die Wüste, sprich also die letzte Kriegsgeschichte von Battlefield 1 und die vorletzte Mission, wie gesagt, Jungmännerarbeit. Es geht wieder wie in dem Erfolg Bülük Başımal 3 darum, die drei Kommandeure zu töten, aber diesmal auf andere Art und Weise. Und zwar für jede Art und Weise gibt es einen Codex-Eintrag. Und zwar müssen wir einmal mit einem Kammerverschlussgewehr töten. Das ist genau das Gewehr, mit dem wir auch starten. Das ist ein Kammerverschlussgewehr. Deswegen reite ich wieder wie immer rüber hier erstmal ins rechte Dorf. Schaue, wo treibt sich der Kommandant diesmal herum. Da unten haben wir auf alle Fälle schon mal diesen Flammenwerfer-Typ, der einem meistens so ein bisschen auf den Sack geht, markiert. Und gehen dann wieder rüber, auch wie von mir gewohnt, vom blauen Gebäude zum orangen Gebäude. Denke ich immer, dass ich das hier wieder so tun will. Ach, war gar nicht das blaue. Da ist das orange Gebäude, von dem ich gerade reden wollte. Genau. Von da aus kann man normalerweise den Kommandanten immer sehr gut spotten, erkennen, sehen. Man kann sich auch hier auf das kleine Gebäude rübergehen. Aber nee, da sehen wir ihn noch nicht. Lieber hinter dem orangen Gebäude. Wie gesagt, wir müssen ihn mit dem Kammerverschlussgewehr töten. Also einmal Nahkampfkill brauchen wir, einmal Kammerverschlussgewehr und einmal Panzer. Deswegen auch machen wir es in der Reihenfolge hier, dass wir den Panzer zum Schluss aufbewahren, weil wir haben ja auch nur ein Lager, in dem es einen Panzer gibt. So, da ist halt der Kommandeur, da wo er wirklich hingehört. Da wo er normalerweise sein soll, da legen wir jetzt einfach mal an. Na, der Flammenwerfer-Typ, dass er uns nicht in die Quere kommt. So, der sollte jetzt sitzen und Feuer, Feuer frei. Da hat er überlebt. Egal, hauen wir einen zweiten hinterher. Das war der erste Codex-Eintrag für Kill mit dem Kammerverschlussgewehr. Ich spule jetzt hier schnell vor, damit wir uns rüber machen können ins zweite Lager. Ich habe natürlich die entsprechenden Codexe schon freigeschaltet, deswegen ist das jetzt natürlich hier eben gerade nicht aufgepoppt. Sorry dafür, aber dadurch, dass ich das in der Mission gemacht hatte und habe ich leider die Aufnahme verschlammt. Ich reite ja auch gerade vollkommen verkehrt. Das passiert mal, auch mal. So in die Richtung wollen wir natürlich. Da ist nämlich das nächste kleine Dörfchen für uns, wo der nächste Kommandant wartet, den wir dann im Nahkampf töten müssen, da wir ja eben gerade Kammerverschlussgewehr schon hatten. Der Typ ist auch eigentlich immer am besten an derselben Stelle. Deswegen, ne, ich versuche hier momentan noch diesem roten Kreis auszuweichen. Okay, hat funktioniert. Jetzt also wieder runter. Schon mal runter hier vom Pferdchen. Da ist er schon. Da kommt er rausgelaufen aus irgendeinem Grund. Dann hat der Alarm doch angeschlagen. Macht gar nichts. Wie gesagt, der ist immer in dem Haus da drin auf jeden Fall zu finden. So, dadurch, dass wir ihn markiert haben, können wir ihn auch wunderbar finden. Einfach die Leiter hoch und ihm das Messer in die Rippen rammen. So, dass der nächste Codex-Eintrag freigeschaltet geworden wäre, wenn ich denn nicht ihn schon gehabt hätte. Ne? So ungefähr wollte ich das sagen. Das waren noch die beiden einfachen Sachen. Das Entscheidende war halt, dass ihr wisst zum Anfang, dass ihr ein Kammerverschlussgewehr habt. Aber ansonsten, die Guards, die da rumrennen, die tragen auch Kammerverschlussgewehre mit sich herum. Und dann reiten wir rüber zu den Ruinen, denn bei den Ruinen finden wir einen Panzer. Aber wir sollten da auch da dann natürlich vorher uns den Kommandeur markieren, damit wir den auch wirklich ja, schnell aus dem Weg haben. Da ist schon mal unser Panzer. Auf jeden Fall direkt daneben den Fässern. Deswegen auch aufpassen, dass ihr nicht den Panzer da in die Luft jagt. So, der Kommandeur müsste hier auch irgendwo abhängen. Eigentlich weiter unten, da war er gerade nicht. Ne, da ist er auch nicht. Eigentlich rennt ihr da durch die Gegend. Ah, ich bin gerade mal kurz zurück wegen dem Fahrzeug unten. Da wollte ich jetzt nicht entdeckt werden. Na, das muss er doch. Ja, da ist er doch. Na, also da im Zelt ist er. Wunderbar. Dann müssen wir nur die Wachmannschaft vom Panzer ausschalten. Ab in den Panzer. Und gleich wird der nächste Codex-Eintrag uns in die Hände fallen. Womit wir dann, wenn wir die Feldhandbücher auch eingesammelt haben sollten, alle fünf, automatisch auch wirklich hier in der Jungmännerarbeit auf die Art und Weise schon alle Codex-Anträge freigeschaltet haben, denn jeder Kill ist ein eigener Codex-Eintrag. Da haben sie es einem ruhig ein bisschen leicht gemacht. So, ich sag ja, die Wachmannschaft ausschalten da vom Panzer sicher, sicher einfach nur. Obwohl, wenn wir erstmal im Panzer drin sind, ist uns das eigentlich alles ziemlich schnuppe.
Kommandeur hat sich nochmal ein bisschen rüber verpisst. Aber das hilft ihm gar nicht. Das hilft ihm überhaupt nicht. Wir kommen hier mit unserem Mini-Panzer um die Kurve. Und das war's. Das war Codex-Eintrag Nummer 3. Wie gesagt, schade, dass ich sie hier nicht freischalten, weil ich sie schon hatte. Und das jetzt alles zusammenzuschneiden von dem Let's Play, was ich gemacht hatte, wo ich alle drei... Ach, das war zu stressig. Deswegen dachte ich mir, ich zeige es euch einfach nochmal komplett, so wie ihr es selber auch in einem Walkthrough machen könnt. Und hier gucken wir nochmal rein in die Codex-Einträge. Da seht ihr sie alle freigeschaltet. Gertrude Bell, T.L. Lawrence und Panzer in der Wüste. Das sind die drei, die wir gerade gemacht haben. Eliminiere mit einem Panzer. Eliminiere mit einem Kammerverschlussgewehr und eliminiere im Nahkampf. Das ist dann das dritte. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch gefallen und geholfen. Wenn dem so war, wäre es super Sahne, wenn ihr mir einfach einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, wenn noch nicht geschehen, dann ist das auch so ein bisschen Lob für meine Arbeit. Ich sage bis zum nächsten Guide. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.